So Freunde, herzlich willkommen. Heute soll es um meine persönliche 3G-Regel gehen oder meine persönlichen 3Gs, wie man das möchte. Tatsächlich hat sich das jetzt so über die Kommunikation mit einer Teilnehmerin von mir so ergeben und da habe ich gedacht, okay, ich mache ein YouTube-Video direkt für euch, für dich, um dir das mal mitzuteilen. Und zwar werde ich immer mal wieder von meinen Teilnehmern gefragt, wie ich mit der aktuellen Situation umgehe und wie ich einfach reagiere oder wie ich einfach das aus meiner Sicht sehe. Und aus meiner Sicht kann ich dir mitgeben, dass diese meine persönliche 3G-Regel habe ich so genannt, weil das 3-mal Geduld bedeutet. Also das heißt, Geduld erstens für dich selber, Geduld für die Menschen und Geduld mit dem, was jetzt gerade ist. Nicht wundern, ich habe hier meine Notizen, ich habe mir wirklich ein paar Notizen gemacht, damit ich dir das halt wirklich vernünftig erklären kann. Und zwar Geduld in dem Sinne erstmal für dich, dass du Geduld mit dir selber hast, weil man baut durch diese aktuelle Situation, baut man Druck auf, innerlichen Druck, man baut sich Stress auf, man baut sich emotionale Belastbarkeit, man wird emotional belastet dadurch und das passiert natürlich auch sehr viel durch uns. Das heißt, hier ist es halt wichtig, dass wir uns selbst nicht unterdrücken in dem Moment oder sonst irgendwas, sondern dass wir halt wirklich unsere Emotionen, unser Gefühl auch zulassen. Nur ist es wichtig, umso länger du dich da drin aufhältst, sorgt es auch dafür, dass es eben dafür sorgt, dass du entweder emotionalen Druck hast, emotionalen Stress, was jetzt natürlich bei vielen Leuten von außen kommt. Das heißt, hier achte bewusst auf dich. Was brauchst du gerade? Was ist dir besonders wichtig? Welche Menschen hast du gerade in deinem Umfeld? Also was ist dir jetzt gerade wichtig? Und genau darum solltest du dich kümmern. Ich gehe da aber nachher nochmal ganz bewusst nochmal genauer drauf ein. Dann das zweite Geduld, das heißt Geduld mit den Menschen. Das heißt Geduld mit den Menschen einfach aus dem Grund, weil viele haben ja in ihrem Umfeld Leute, die wollen, dass du das und das machst, die wollen, dass du dass du dies und jenes machst. Wie gesagt, ich gehe nicht explizit auf das Thema Impfen oder sonst irgendwas ein, das ist nicht meine, da habe ich einfach zu wenig Erfahrung oder zu wenig, sage ich mal, die Meinung kann ich mir zu wenig erlauben, sagen wir es mal so, aber ich habe halt natürlich meine persönliche Meinung zu der Situation. Und deswegen ist es hier halt wichtig, dass du Geduld, also der zweite Punkt, dass du Geduld mit den Menschen hast. Das heißt, dass du wirklich bewusst schaust, dass die meisten Menschen lassen sich draußen von den Medien beeinflussen. Das merken wir alle, das wissen wir selber. Wenn irgendeine Werbung kommt und das triggert uns, das reizt uns, dann kaufen wir das zum Beispiel. Und deswegen ist es hier besonders wichtig, genauso ist es mit allem anderen. Es wird gerade so ein Riesenhype um alles gemacht. Und das ist halt natürlich extrem großes Marketing. Das ist extrem große Psychologie der Massen. Wer schon mal das Buch vielleicht auch gelesen hat, der kann sich vielleicht da ein bisschen hinein identifizieren, wie man halt im Endeffekt große Massen im Endeffekt beeinflussen kann. Und das passiert halt jetzt gerade. Und wie gesagt, ich beschäftige mich halt schon länger mit solchen Themen, was Psychologie angeht, aber auch wie man mit mehreren Menschen, also wie das passiert, dass so viele Menschen sich für eine Sache entscheiden. Wir wissen das aus der früheren Vergangenheit. Und deswegen ist es halt hier super wichtig, dass wir verstehen, dass die meisten Menschen einem Leitfaden folgen. Das heißt, die meisten Menschen wollen geführt werden, die meisten Menschen wollen keine Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern sie wollen, dass jemand anders die Verantwortung übernimmt und du dich daran einfach halten kannst. Das wollen die meisten Menschen. Und deswegen ist es halt für dich super wichtig, dass du hier in dem Moment dich nicht emotional darauf einlässt, dass du dich nicht emotional unter Druck setzen kannst oder unter Druck setzt von dem, was jetzt gerade im Außen ist. Das heißt, für dich selber schau, was hier in dem Moment für dich wichtig ist, was ich ja schon mal gesagt habe, Thema Umfeld, dass du genau also darauf schaust. Die meisten Menschen wollen halt einfach keine Verantwortung für sich selbst oder für ihr Leben übernehmen. Das ist einfach so der leichteste Weg in dem Moment, wo du halt keine Verantwortung für dich selbst übernimmt sie jemand anderes. Deswegen sind auch sehr, sehr viele Leute natürlich im Angestelltenverhältnis oder halt einfach auch, weil sie einfach nicht den Wunsch danach haben, sich um eine Entscheidung zu kümmern. Sie wollen nicht entscheiden.
sondern sie wollen sich um sich, sie wollen einfach nur ihr Leben leben und das einfach so leicht und belanglos wie möglich. Und deswegen ist es halt hier für dich selber wichtig, wo befindest du dich? Wo kategorisierst du dich selber hinein? Und deswegen ist es halt super wichtig, hier einfach zu schauen, dass das, was die anderen Leute gerade sagen, dass das völlig okay ist, dass das völlig in Ordnung ist, das, was du sagst, auch völlig in Ordnung ist. Nur, dass es nicht dazu kommt, dass ihr aneinander reibt, dass ihr gegeneinander seid, weil das bedeutet doch gar nicht mehr Menschlichkeit, dass wir die ganze Zeit so gegeneinander sind. Das heißt, bewusste Menschen, jetzt zu der aktuellen Situation, ja, meine Meinung, bewusste Menschen kümmern sich um ihr Innerstes. Bewusste Menschen kümmern sich um ihr Immunsystem und geben nicht die Verantwortung ab. Wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, dann gehe ich doch auch nicht gleich zum Doktor und sage, hey, verschreiben Sie mir irgendein Medikament, damit ich es loswerde. So, das machen aber viele Menschen, folgen genau diesem Weg. Oh, ich kann ja irgendein Medikament einwerfen und nur weil jetzt irgendeine Sache auftaucht, sich halt irgendwie direkt halt, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, impfen zu lassen, muss man halt immer für sich selber halt natürlich entscheiden. Ist das für mich das, was ich mir wünsche und das, was ich haben will? Aber ich würde das niemals jemand anders auferlegen. Das heißt, du entscheidest für dich selber, ich entscheide für mich selber. Und das sollten wir viel mehr, sollten wir das respektieren, dass der Mensch für sich selber entscheidet, wie er das handhaben möchte. Und genau darum soll es halt gehen. Das heißt, dass du genau deswegen einfach Geduld mit den Menschen hast, weil sie werden es früher oder später begreifen. Wir Menschen werden, egal was es ist, wie es aussieht, werden wir früher oder später begreifen, was das genau damit zu tun hat, wie wir das verstehen können. Und da ist es halt natürlich wichtig, dass wir uns damit befassen, mit diesem Thema. Dass wir, wenn wir uns darüber, ich sag jetzt mal, wenn wir uns darüber austauschen wollen, wenn wir eine bestimmte Meinung haben, dann ist es halt super wichtig, dass wir uns aber auch für dieses Thema, wenn wir darüber reden, auch irgendwo einen gewissen Bezug halt natürlich damit beschäftigen, um halt das zu kommunizieren. Deswegen sage ich nicht ja zu dem und nein zu dem, sondern ich sage das, was mir persönlich gut tut. Und das sind halt meine 3 Gs, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt eben Geduld mit dir selber, Geduld mit den Menschen, worauf ich jetzt eingegangen bin, und dann eben Geduld mit der aktuellen Situation. Das heißt im Endeffekt, dass ich für mich schaue, was kann ich jetzt gerade aktiv tun, damit es mir gut geht. Sagen wir mal, ich will jetzt irgendwie eine Weiterbildung machen oder ich will jetzt noch eine Ausbildung machen oder ich habe bestimmte Sachen geplant und vorgehabt, kann sie aber nicht machen, weil ich wegen der aktuellen Situation das nicht durchführen kann. Ich kann es nicht tun. Also habe ich doch aber die Möglichkeit, mich nicht in ein Loch zu vergraben, sondern ich kann eine Entscheidung treffen für mich. Ich kann Verantwortung für mich übernehmen, das heißt Selbstverantwortung für mich zu übernehmen und einfach sagen, hey, okay, ich setze mich mit Themen auseinander, die für mich gerade wichtig sind. Und ich glaube, jeder da draußen, jeder von euch, jene Menschen können sich mit bestimmten Themen identifizieren, wo sie denken so, hey, ich glaube, da könnte ich noch dran arbeiten, da könnte ich noch hinein investieren in mich selbst. Und ich glaube, das Thema Kommunikation ist ein riesengroßes Thema. Es gibt sicher noch andere Themen, aber ich glaube, es gibt so viele Themen, wo wir sagen können, hey, es wird jetzt gerade Zeit. Und genau darauf möchte ich hinaus, dass du die Zeit, die du jetzt gerade hier hast, die dir jetzt gerade in dem Moment gegeben wird, weil du das andere nicht tun kannst, verschiebe das andere auf 2023, auf 2024 und beschäftige dich jetzt gerade bewusst mit dir selbst. Das heißt, setz dich dir selber aus. Das heißt zum Beispiel, dass du dich mit bestimmten Themen beschäftigst, dass du Selbstverantwortung übernimmst, dass du probierst im Endeffekt Geduld zu haben mit dem, was jetzt gerade ist. Sagen wir mal, deine Ausbildung klappt jetzt nicht. Okay, du hast Geduld, verschiebst sie auf 2023 oder 2024. Thema Compass Camp konnte ich nicht umsetzen. Okay, musste ich verschieben. Geduld in dem Moment zu haben und das zu verschieben. Und genau darum geht es, dass wir halt lernen, diesbezüglich Geduld zu haben. Und wenn du jetzt nimm dir die Zeit, die du jetzt gerade hast, nimm sie dir bewusst für dich. Das ist das, was ich jetzt gerade tue. Ich nehme die Zeit bewusst für mich. Ich tue jetzt das, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Ich mache das, was ich jetzt gerade machen möchte, was zu der aktuellen Situation passt. Ich kann jetzt nicht das und das machen, weil das halt gerade nicht geht. Aber ich kann mich jetzt auch nicht dazu zwingen oder ich kann jetzt auch nicht irgendwie
ich habe einfach da keinen Einfluss drauf. Und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, dass wir auf gewisse Dinge keinen Einfluss im Groben und Ganzen vielleicht drauf haben, aber du hast einen Einfluss darauf, wie du dich entscheidest und du hast einen Einfluss darauf, wie du mit der Situation umgehst. Und deswegen geht es halt genau hier darum, investiere gerade alles in dich selbst. Alles, was du hast, investiere in dich selbst. Das heißt, persönliche Weiterentwicklung. Beschäftige dich mit, sagen wir mal, es gibt vielleicht irgendwelche Seminare oder du bildest dich intern im Beruf gerade irgendwo weiter, wo es gerade geht. Bilde dich persönlich weiter. Das heißt, investiere alles in dich, spare noch Geld, damit du halt das für deine Ausbildungen dann zum Beispiel nehmen kannst oder danach richtig reisen gehen kannst und so weiter. Und dann ist es halt wichtig, dass du halt anfängst, die anderen Sachen zu verschieben, Geduld jetzt im Hier zu haben. In dem Moment, wo du die Sachen verschiebst, hast du Geduld. Und dann im Endeffekt für dich zu sorgen, also für dich selber, für einen persönlichen Wachstum, persönlich an dir selbst zu arbeiten, an deinen bestimmten Themen. Und das heißt im Aspekt ganz genau, dass du halt anfängst, dich darauf zu konzentrieren, hier im Inneren ein starkes Zentrum zu erschaffen. Dass du hier drinnen ein starkes Zentrum hast und von dir selber aus halt wirklich in die Richtung gehen kannst, die dir wirklich gut tut. Und da habe ich mal einfach aufgeschrieben, das heißt, schütze dich. Und zwar schütze dich mit Bildung, schütze dich mit emotional, also schütze dich mit einem emotionalen, wertvollen Gefühl zu dir selbst. Und du wirst merken, dass es dich positiv beeinflusst. Und genau darum soll es gehen, dass du anfängst, in dich selbst zu investieren und dich selber mal betrachtest und ein wertvolles Gefühl für dich selber zu kriegen. Und das wollte ich dir einfach jetzt mal mitgeben, dass du meine drei persönlichen gehst, dass du die halt einfach mal für dich vielleicht auch mal umsetzen, anwenden kannst. Du musst nicht, wie gesagt, alles nehmen, aber vielleicht hilft dir das, bestimmte Dinge mal ein bisschen anders zu sehen und aus einer anderen Perspektive auch zu betrachten und das Ganze einfach mal, ich sag jetzt mal, positiver zu gestalten, anstatt sich halt komplett, ja, machtlos zu fühlen. Aber die Macht haben wir. Die Macht haben wir. Und zwar die Macht über uns selbst. Wie wir etwas entscheiden, wie wir mit Sachen umgehen. Und genau darum soll es gehen. Viel Spaß beim Umsetzen. Lass es dir gut gehen.